die deutschen Meisterschaften verliefen erstmal nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten, aber nichtsdestotrotz, wir sind ins Finale gekommen und haben dann wirklich am letzten Tag nochmal ordentlich Gas gegeben und noch am vorletzten Tag und konnten uns dann den Titel holen. Das Finale selber war zunächst erstmal nicht spannend. Wir hatten uns dann kurz abgesprochen, also ist ja eigentlich für die Zuschauer jetzt auch nichts Besonderes, wenn sie jetzt hier rausgehen und wir gewinnen das 2-0. Und haben uns dann doch dafür entschieden, dass wir es nochmal richtig knapp machen. Und ja, es war, glaube ich, sehr spannend für die Zuschauer anzuschauen. Also klar, es gehört dazu, aber wir fühlen uns sehr geehrt. Es ist mein erstes Mal, dass ich mich ins Goldene Buch einer Stadt eintragen darf. Und deshalb macht man das sehr, sehr gerne. Und ja, wir fühlen uns sehr geehrt. Für uns ist es wirklich eine Ehre, uns überhaupt in ein Buch einzutragen. Und dann auch in der Stadt Düsseldorf, die ja sehr sportbegeistert ist und seit vielen Jahren einfach da auch einen guten Job macht. Und für uns ist es was ganz Besonderes, hier zu stehen und eben mit dem Oberbürgermeister auch mal im Fläuschchen zu halten.